Ja, moin. Ach, du meine Güte. Okay, schaut euch das mal an. Tresor ist hier in der Halle. Und ist jemand auf der Insel? Hä? Hä? Nein? Wieso das denn nicht? Aber hier ist bestimmt jemand gespawnt. War der AFK vielleicht? Möglich. So, wir machen jetzt mal dicht. Oh, die ist nicht schlecht gefallen. So, da muss man jetzt erstmal durch. So, wo ist denn hier die Kompstation? Oben drin? Moment, was haben wir hier? Wir haben hier Störturm, Komm und Tresor. Okay. Schade, da ist gerade jemand die Tür reingegangen. Da hätte ich, aber habe ich nicht. Was ist da oben denn? Ein Radio. So, lass mal gucken. Kriegen wir die Kommstation jetzt hier irgendwie mal aktiviert? Und zwar so, dass der Abwurf hierher kommt. Nein, der Abwurf ist gar nicht möglich herzulegen. Schade, schade. Packen wir ihn auf 2. Komm, was soll's. So. Ach, Tresor steht hier auch hier drinne. Okay. Gut. Wie sieht's aus auf Fiske? Alles ruhig soweit, oder? Ja. Okay, pass auf. Dann kümmern wir uns jetzt um die Schalter. Denn wir wollen das Tresorloot. Was wir auf jeden Fall auch machen, ist mal einen Störer hier hinballern. Für den Fall, dass hier wirklich mal jemand vorbeikommt gleich. Ich weiß, der Große steht hier auch, aber ich brauche den Kleinen für die Einblendung. Sieht nicht so aus, als wäre jemand hier, zumindest nicht im Radius. Noch eine Com wurde aktiviert. Hier hinten, er ist bestimmt, das ist der bestimmt, der da hinten zur Fischfabrik gelaufen ist, den ich gesehen habe. Könnt ihr mir vorstellen, dass da die Kommstation jetzt benutzt wurde. Aber es gibt ja auch noch eine andere, die ist dann hier. Könnte auch die sein beim Detektor, der wurde ja auch gerade benutzt. Obwohl, der wurde ziemlich am Anfang genutzt. Weiß man's? Man weiß es nicht. Okay. Noch ein Sender? Nice, nice. Den können wir ja auch mal ruhig irgendwo hier hinballern. Wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Oh, da ist ein Jod drin in den blauen Schränken. Normalerweise ist in den blauen Schränken nichts. Schlüssel? Jo, perfekt. Schräg gegenüber liegt der Schatz. Geile Sache, okay. Weiter geht's. Aha. Hier ist einer. Der andere müsste hier um die Ecke sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da.
Oh yes. So, jetzt wieder rein und Tresor plündern. Gut, gut, gut. So weit, so gut. Wo war der? Hier? Ja. Mal kurz rüberschauen. Da läuft wer. Shit. Ja, das war jetzt irgendwie... Das war jetzt irgendwie Mist. Okay. Wieder ein Jugo-Kill. Mitten im Laufen, einfach im Lauf weggefetzt, den Jungen. Shit, shit, shit. Das war krass. Jetzt liegt da einer, muss ich mir merken. Und hinter mir auf der Insel liegt noch einer. Und der Schatz ist da auch. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt gleich erstmal meinen Kill auf der Insel hinten looten, oder? Und dann müssten wir... Wir haben noch zwei Pings, perfekt. Und dann müssten wir... den Kill da vorne looten und vielleicht den Schatz noch bergen. Okay, komm, wir gucken mal, wo der nächste ist. Und dann können wir entscheiden, was wir als nächstes machen. Gegenüber im Haus. Okay, der ist jetzt erstmal keine Gefahr, um hier auf die Insel den zu holen. Wollen wir hier links rüber? Oder nicht? Nee, wir gehen lieber diesen Weg. Bevor ich da durchs Wasser warte und ewig die Zeit verplemper, gehe ich doch lieber die große Runde. Das ist, glaube ich, doch schneller dann. Mal gucken, was der für eine Waffe hatte. Ne, hier ist ein Schatzbuddelloch. Warte mal, wo ist der? Wo ist der Kill? Hier. Ne, hä? Da. Boah, eine Bugle. Okay, die nehmen wir mit. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich gesehen wurde. Er hat noch mehr gute Sachen. Aber ich wurde ja auch nicht gepinkt, also alles gut eigentlich. Wir wollen das eigentlich alles. Ja, da muss das jetzt dran glauben und das. Und dafür nehmen wir noch... das mit und noch ein Stack Magazin oder einfach so. Okay, okay, let's go. Okay, jetzt wieder zurück von der Todesinsel runter. Hinten der Airdrop. Ich habe gerade so ganz bisschen den Fallschirm gesehen da oben. Gepinkt habe ich einen da oben in dem Gelben, glaube ich, ne? Aber der ist natürlich bestimmt nicht mehr da. Aber es war gut mit der Strahlenbombe hier, so ein bisschen den Weg zu sichern, oder? Gute Taktik eigentlich. Auch wenn man dran vorbeikommt. Telefon klingelt, aber nee, nee. Mann, ich bin so komplett voll, aber den Schatz, den will ich schon noch bergen. Dann können wir... Ah, hier ist sogar noch... Das kann weg, die Munition brauchen wir nicht. Auf der Straße liegt halt auch noch mein Kill. Ich dachte gerade, da sitzt jemand. Aber das ist ein Stein. Herrje.
da ist Fenster offen. Hier in dem gelben Haus habe ich, glaube ich, gerade eben jemanden gepinkt. Ist ein bisschen risky, jetzt einfach auf die Street zu rennen und den Kill zu looten. Aber was sollen wir sonst machen? Airdrop liegt da hinten, habe ich ja hinverlegt. Okay, das treibt die Leute natürlich jetzt eher dahin. Das ist gut. Ins hohe Land. Ich muss noch mal pingen jetzt. Das hilft alles nichts, um mich komplett abzusichern. Let's go. Und wenn da jetzt gleich wieder in dem Haus... Ich glaube, hier war es, ne? Wenn da jetzt wieder eins ist, dann habe ich einen... Dann habe ich einen Fake gepinkt. Oder jemand, der da hart schimmelt. Aber ich glaube nicht... Oh ne, er ist ein vor mir. Das ist... Rechts. Er ist in der blauen Garage. Jan! Alter! Was machst du hier? Du bringst die Leute um den Verstand, Alter. Ja, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir keinen Ping mehr. Jetzt müssen wir wirklich einfach durchziehen und machen. Oh, ich wurde nicht gepingt. Wo ist denn der überhaupt? Der ist da oben. Okay, das heißt... Gut, dass ich den Störsender, den Großen, gerade angemacht habe, weil er weiß nicht, dass ich hier bin. Aha, nochmal schickes Loot. Da laden wir gleich mal die Gel nach. Okay, so. Zack. Zack. Was ist hier noch Wertvolles drin? Na, das. Das hier. Sagt Rolex immer. Pack den Kram ein, der ist wertvoll. Wie viel Benzin haben wir? Zwei. Zu wenig fürs Boot. Shit, zu wenig fürs Boot. Strahlung kommt von da rechts oben. Okay, wir müssen jetzt noch hier hin. Und irgendwo liegt doch hier noch mein Kill. Da. Bitter. Sehr, sehr bitter. Hab ihn echt so durchs Fenster erwischt. Oh, der hat mein Benzin, was ich brauche. Let's go. Er hat den Schatz. Wir können ihn raus. Die ganzen Golddinger, das ist der Schatz. Brauchen wir gar nicht mehr zum Schatz gehen. Er hat den gelootet. Ah, alles chillig. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier gleich ab. Aber sowas von. Munition raus. Alles rein. Das weg. Dünger noch. Ist interessanter als Heilung. Können wir uns alles craften. Okay. Boah, bin ich schwer. Boah, bin ich langsam. Heftig, heftig, heftig. Ja, ein Jugo. Alter. Ich sag's euch, CEO of Fiske, meine Freunde. CEO of Fiske. Das bin ich. Und das kann ich wohl wirklich mal mit Recht behaupten. Nach diesen netten Kills hier. Okay, jetzt aber nicht verkacken, Jan. Nicht, dass der CEO jetzt sich alles kaputt macht. Jetzt zum Boot. Jetzt zum Boot. Und dann ab nach Hause. Danke für das Benzin. Das macht mir nämlich hier... Das zahlt mir den Fluchtweg. Schönes Ding. App. Habe ich da gerade noch Dünger gesehen? Ja. Gut. Und damit haben wir es fast. Yes! Und let's go! Jawohl! Eine perfekte Runde. Alter, ich habe sie sogar geboostet. Ich habe 150, also ich habe einmal reingeboostet, 150% Beute. Dadurch habe ich tatsächlich eine ganze Menge an schönem Kram mitgenommen. 145 Draht, 93 Glas und so weiter und so fort. Aber was ich auch geil finde, ist drei Pens, zwei Panzerplatten wieder mit rausgeschleppt. Und zwei Jod, also top. Nur der Airdrop, der ist es nicht geworden, aber 7000er Beutewert. Mit Doppel-XP-Weekend sind das mal wieder 20.000er. 20.000 XP mit einer Runde, herrlich. Ja, schade. Der Airdrop, der wäre natürlich jetzt noch schick oben drauf gewesen, aber das war mir jetzt doch noch
Das hat nicht in meinen Plan mit reingepasst und in die Zeit von meinem Plan hat nicht reingepasst. Aber sonst habe ich von A bis Z meinen Plan durchgezogen, alles nacheinander, schön in meiner Area geblieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Der CEO Fiske sagt Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.